So, jetzt beginnt unser Webinar SEO für B2B, wie Sie Top-Rankings erreichen. SEO für B2B, wichtiges Thema, aber es kam natürlich auch, das kam übrigens als Frage vorab, ist SEO für B2B wirklich anders? Im Kern muss man natürlich sagen, nein. Also es greift der gleiche Algorithmus oder die gleichen Algorithmen bei Google. Da ist natürlich nichts anderes, aber es gibt natürlich trotzdem Unterschiede in der operativen Ausgestaltung. Häufig bezieht sich B2B auf eine thematische Nische. Da gehen wir gleich darauf ein, welche Konsequenzen das in Bezug auf die Keyword-Recherche hat. Es gibt ein paar Themen, die sind einfach relevanter. Sowas wie Internationalisierung ist im B2B-Geschäft einfach vollkommen normal. Andere Themen sind eher nicht relevant. Also für einen B2C-Shop wäre das Generieren von Produktbewertungen total wichtig. Im B2B-Umfeld in der Regel überhaupt nicht. Und wir werden natürlich auch heute nochmal auf das Thema Linkaufbau eingehen, was im B2B-Umfeld auch nicht wirklich sehr viel Spaß macht. Fangen wir mit dem ersten Thema an, nämlich Keyword-Recherche. Kann man jetzt sagen, okay, brauche ich nicht. Stimmt in der Regel nicht, denn SEO funktioniert nur dann, wenn man auch weiß, was der Zielkunde sucht. Und dieses Suchverhalten zu kennen, ist wirklich der absolute Schlüssel. Vorab zwei wichtige Fakten. Ungefähr 20% aller Google-Nutzer suchen ein einzelnes Wort, was aber auch heißt, 80% der Google-Nutzer suchen Mehrwortkombinationen. Das ist extrem wichtig bei der Keyword-Recherche und auch bei Ihrer SEO-Strategie, denn wenn Sie sich darüber freuen, dass Sie für ein einzelnes Wort auf Platz 1 sind, ist das vielleicht gut, aber Sie können damit maximal 20% der Nutzer erreichen. Das Gros der Nutzer sucht Mehrwortkombinationen. Und auch so eine circa 20% aller Suchanfragen hat Google noch nie gesehen. Es gab noch nie einen Menschen, der diese Anfrage gestellt hat. Auch da, viele Nutzer suchen sehr speziell, man nennt es den Longtail. Und auch das stellt natürlich besondere Anforderungen an die Keyword-Recherche. Grundsätzlich muss man sagen, es gibt ein primäres Tool für die Keyword-Recherche und das ist der Google AdWords Keyword Planner. Der wird von Google zur Verfügung gestellt. Man braucht dafür einen Login. Und er hat eigentlich drei große Vorteile. Zum einen, Sie können dort ein Wort eingeben, wie Schraube, und das Wort liefert Ihnen Phrasen, also Mehrwortkombinationen, in denen Schraube vorkommt. Also zum Beispiel Schraube M16. Zweiter Vorteil, das Tool liefert Ihnen artverwandte Suchbegriffe. Das heißt, wenn Sie etwas nennen, für Sie ist das zum Beispiel ein Schraubenzieher und jemand anders sucht Schraubendreher, dann hilft Ihnen das Tool dabei, diese artverwandten Suchbegriffe zu finden. Und das dritte und eigentlich das Wichtigste, wenn Sie mehrere Suchbegriffe zur Auswahl haben, dann liefert Ihnen das Tool eben Suchvolumina. Das heißt, Sie können herausfinden, wie oft sucht das jemand. Und auf Basis dessen können Sie dann halt eine Entscheidung treffen, welcher Suchbegriff für Sie eigentlich relevant ist. Ich habe Ihnen hier mal den Keyword Planner für die, die ihn noch nicht kennen, mal ein Beispiel gezeigt. Ich habe mal oben das Wort Rohrklemmen eingegeben. Ich sehe erstmal die Verteilung über die Monate. Dies ist hier relativ gleich verteilt, außer zu Weihnachten gibt es so einen kleinen Schritt nach unten, weil unglaublich wenige Menschen Rohrklemmen zu Weihnachten verschenken. Dann sehe ich so ungefähr in der Mitte sehe ich einmal das Wort Rohrklemme und da steht dann durchschnittliche Suchanfragen pro Monat 1300. Ich weiß also, im Schnitt über alle Monate wird dieses Wort als einzelne Suchanfrage ungefähr 1300 Mal gesucht. Und weiter unten sehe ich dann die Phrasen, so wie hier Rohrklemmen Metall, Rohrklemmen mit Schraube, Aluminium. Diese Liste geht noch sehr lange weiter. Und man sieht auch schon, dass natürlich die durchschnittlichen Suchanfragen pro Monat immer weniger werden. Aber trotzdem, wenn man das mal alles aufsummiert, hatte ich Ihnen schon gesagt, die Power liegt wirklich in diesen Wortkombinationen und die kriege ich halt über dieses Tool relativ gut raus. Und natürlich, das hatte ich eben auch schon gesagt, ein sehr hilfreiches Tool. Man merkt oft, dass Unternehmen, die schon ganz lange am Markt sind, ja, sich so ein bisschen von der Realität verabschiedet haben, die es einfach etwas anders benennen als die meisten Menschen da draußen, die es kaufen möchten. Schraubenzieher oder Schraubendreher ist so ein häufiges Beispiel, aber auch aus dem B2C-Bereich sowas wie Karnevalskostüm oder Faschingskostüm. Beides meint semantisch das Gleiche, ist aber doch ein anderer Suchbegriff. Und wie gesagt, der Keyword Planner hilft mir dabei, genau solche Suchbegriffe zu finden. Da ist natürlich auch viel Unsinniges dabei. Also unten steht zum Beispiel Bolzenschneider oder Vorschlaghammer. Das heißt, das ist ein reines stochastisches Tool, was Vorschläge macht. Das muss natürlich ein Mensch immer noch durchprobieren. Das heißt nicht, dass wenn Sie Schraubenzieher verkaufen, das Wort Vorschlaghammer für Sie jetzt irgendeine Relevanz hätte. Jetzt hat dieses Tool ein paar Probleme und die muss man kennen, weil sonst trifft man falsche Entscheidungen. Das eine ist, die Liste ist nicht unbedingt vollständig. Das sehe ich hier. Ich habe mal Gewindestab eingegeben
Und unten sehe ich, das hätte ich auch so erwartet, verschiedene Arten von Gewindestäben, also M8, M10, M12, M20. Aber ein paar Maße oder ein paar Gewindegrößen fehlen hier. Und das ist eben typisch für das Tool. Es liefert nicht unbedingt eine vollständige Auflistung. Und die Lösung ist dann eigentlich ganz klar, dass ich eben immer nach Mustern gucken muss. Ich kann also sagen, wenn M8 und M10 gesucht werden, dann kann ich davon ausgehen, dass M16 und andere Maße auch gesucht werden. Also immer eher das Muster suchen und nicht nur sagen, dieses eine Keyword will ich jetzt haben, sondern, wie gesagt, wenn ein ganz bestimmter Maß, eine Größe gesucht wird, werden auch andere Größen in der Regel analog gesucht. Das zweite Problem ist, im Longtail versagt das Tool oft. Das sieht man hier unten, da steht Gewindestab M18 und da steht durchschnittliche Suchanfragen pro Monat Strich. Und dieses Strich kann eine von drei Sachen bedeuten. Das kann bedeuten, dass es selten gesucht wird, also weniger als 10 Mal im Monat. Es kann aber auch genauso gut bedeuten, dass es gar nicht gesucht wird. Oder es kann bedeuten, weil es ja das AdWords-Keyword-Tool ist, dass überhaupt keine Werbung auf diesen Suchbegriff schaltet, weil das Tool misst nur Suchbegriffe, für die auch Werbung geschaltet wird. Der dritte Fall ist relativ selten, das gebe ich zu. Aber zwischen dem ersten und dem zweiten Fall kann ich wirklich nicht mehr unterscheiden. Und dann muss man eben wirklich andere Tools nehmen, die mir aber leider kein Suchvolumen mehr liefern. Aber das sehen wir gleich. Und das dritte Problem, das der Keyword Planner leider hat, ist seit 2016, es ist wie gesagt der AdWords Keyword Planner. Und wenn Sie bei AdWords kein oder wenig Geld ausgeben, kriegen Sie auch nur noch minderwertige Daten. Das heißt, die Suchvolumina sind einfach sehr grob gerastert und Sie können relativ schlecht damit Entscheidungen fällen. Der einzige Ausweg ist hier ganz ehrlich, dass Sie einfach Geld für AdWords ausgeben. Einen anderen gibt es leider nicht. Oder dass Sie sich einen Freund besorgen, der viel Geld bei AdWords ausgibt und Ihnen Zugang zu dem Konto gibt. Das war der Keyword Planner. Es gibt eine zweite Klasse von Tools, die anders funktionieren und die einem andere Daten liefern. Und das sind sogenannte Suggestion Tools oder Suchvorschläge Tools. Die Suchvorschläge kennen Sie ja, wenn Sie mal irgendwas eintippen, wie in Google, wie Gewindestange für, und dann schlägt Google Ihnen ja schon was vor. Und das sind Suchvorschläge. Und es gibt Tools, die zapfen genau diese Suchvorschläge an und können mir die liefern. Und das ist gut, denn die Suchvorschläge basieren ja auf vergangenen Suchen. Das heißt, so kann ich eben auch herausfinden, was suchen eigentlich Nutzer. Und da gibt es verschiedene Arten von Tools. Es gibt einmal die wirklich ganz normal diese Suchvorschläge abgreifen. Das ist zum Beispiel ein KeywordTool.io, das sehen Sie gerade rechts in einem Screenshot, oder ein Hypersuggest.com, beide auch kostenlos. Und ich sehe halt hier auch schon, das liefert mir viel mehr Vorschläge. Also beim Keyword Planner, Gewindestange oder Gewindestab liefert mir irgendwie 4 oder 5 Phrasen. Und hier kriege ich 271 Vorschläge. Und das ist natürlich eine ziemliche Menge. Und es gibt ein recht ähnliches Tool, das sind die sogenannten W-Fragen-Tools. Die kombinieren ihren Suchbegriff mit einem Fragewort und gucken dann in den Suchvorschlägen nach. Und hier ist ein Beispiel, ein sehr schönes Tool, Answer the Public. Da kann man mal einen Suchbegriff eingeben, ist auch kostenlos. Und dann liefert es einem Fragen, die Menschen in Google eintippen. Zum Beispiel Messestand, was ist wichtig, wie viel kostet ein Messestand, wie buche ich einen Messestand, wie sieht ein Messestand aus und so weiter. So dass ich, wenn ich ein Messebauer wäre, könnte ich alle diese Fragen auf meiner Website beantworten, denn das sind eben wirklich Fragen, die meine Zielgruppe hat. Und wie gesagt, dafür kann ich Inhalte bereitstellen. Es gibt noch ein paar andere Tools, die je nach Zielmarkt interessant sind. Also neben Google gibt es ja auch noch, obwohl man das gar nicht glaubt, noch einen Konkurrenten, und das ist hauptsächlich Bing. Bing hat angeblich 10% Marktanteile in Deutschland überschritten. Der Meinung kann man sich anschließen oder nicht, aber es gibt in den Bing Webmaster Tools gibt es auch ein Tool zur Schlüsselwortrecherche und das funktioniert eigentlich genauso wie der Keyword Planner. Und wie gesagt, da muss man halt immer ein bisschen gucken, für welches Land möchte ich jetzt eigentlich recherchieren, weil es natürlich schon so ist, dass nicht in allen Ländern Bing einen gleich guten Marktanteil hat. Für die USA wäre das mit Sicherheit eine ganz, ganz spannende Option, sich dieses Tool anzugucken. Aber da würde der Keyword Planner auch genauso gut funktionieren. Und was man auch noch nutzen kann, wenn man denn möchte, es gibt so wie Yandex, eine Suchmaschine für Russland, die haben auch wieder eigene Keyword-Tools. Das heißt, wenn man spezialisiert ist auf Russland, kann man sich dort wertvolle Informationen herausholen. Da würden die Google-Tools in der Regel nicht so wahnsinnig gut funktionieren. Und auch hier sehe ich direkt Suchvolumina.
Das waren alles Tools, die man quasi im nutzen kann, um herauszufinden, was jemand eintippt. Es gibt aber auch noch ein wichtiges Tool und das ist die Google Search Console. Ist auch wieder ein kostenloses Tool, was von Google bereitstellt und da kann ich maximal 90 Tage zurückgucken, was jemand eigentlich gesucht hat und mich dann gefunden hat. Also so kann ich quasi auswerten, welche Suchanfragen haben eigentlich Besucher auf meine Website gelockt. Und das kann ich mir angucken, da könnte man jetzt ein eigenes Webinar drüber machen, nur um zu sagen, was kann man da eigentlich an spannenden Informationen herausholen. Gucken Sie da gerne mal rein. Im Großen und Ganzen muss man sagen, das, was ich Ihnen vorgestellt hatte, so mit Keyword Planner und KeywordTool.io, das ist die Kombination, mit der man hervorragend zurechtkommt. Eine Frage kam vorab, was mache ich zum Beispiel wie hier, Schneidemaschine, das ist ein Suchbegriff, der wird sowohl im B2C-Umfeld als auch im B2B-Umfeld gesucht. Was mache ich dann? Und auch da muss man dann sagen, ja, da helfen einem die Keyword-Tools weiter, weil ich würde gar nicht auf Schneidemaschine abzielen, da kriege ich viel zu viel irrelevanten Traffic und habe wahrscheinlich auch eine Konkurrenzsituation, die ziemlich stark ist, sondern ich suche mir wirklich in der Keyword-Datenbank spezifische Suchbegriffe heraus, von denen ich weiß, dass sie nur im B2B-Umfeld gesucht werden, also zum Beispiel CNC-Schneidemaschine und nicht Schneidemaschine. Eine andere Möglichkeit habe ich in der Regel nicht, also ich kann nicht meine Website markieren und sagen, das hier ist alles B2B, weil Google weiß natürlich in der Regel auch nicht, ob jemand im B2B- oder B2C-Kontext sucht. Und das zweite Problem, was man auch beachten muss, ist, es gibt lokalisierte Suchbegriffe. Ich habe mir hier ein Beispiel ausgegeben. Ich habe mal nach Gerüstbau gesucht und ich kriege auf Platz 1 die Firma Gerüstbau Nauermann aus Hörstel. Hörstel kennen Sie jetzt wahrscheinlich genauso wenig wie Emsdetten, aber wir liegen unglaublich nah beieinander. Und hier passiert nämlich genau das, was ganz oft passiert, dass Suchergebnisse autolokalisiert werden. Das heißt, wenn ich jetzt Gerüstbau Emsdetten eingegeben hätte, dann hätte Google gewusst, okay, der sucht eine bestimmte Location. Aber hier passiert es eben, dass es autolokalisiert wird, also basiert auf meinem Standort. Das heißt, dieser Gerüstbau Nauermann, der kann sich tierisch darüber freuen, dass er auf Platz 1 ist. Die meisten Menschen in der Republik werden das aber so nicht sehen, sondern das wird eben immer darauf lokalisiert, wo sich jemand befindet. Und da muss man dann eben auch sagen, wenn es so einen Suchbegriff gibt, der lokalisiert wird, habe ich eigentlich keine Möglichkeit. Also ich kann als Unternehmen aus Hörstel in der Regel nicht in Berlin oder München ranken. Das macht in der Regel natürlich auch überhaupt keinen Sinn. Wenn ich das trotzdem wollte, müsste ich realistisch einfach zum Beispiel SEA, also Google AdWords nutzen oder andere Kanäle bedienen. Bei den meisten Suchbegriffen, die Ihnen so einfallen werden aus dem B2B-Umfeld, ist das nicht der Fall, aber es gibt es natürlich trotzdem. So, das war ein bisschen was zur Keyword-Recherche. Wie gesagt, ich kann Sie nur motivieren, sich damit wirklich zu beschäftigen und sich gerade den Keyword-Planner anzugucken. Und jetzt ist die Frage, angenommen, Sie haben jetzt Ihre Keywords zusammen, Sie kennen Ihre Suchbegriffe, das ist die halbe Miete und jetzt muss man auch wissen, was der andere Rest der Miete ist. Sie brauchen auch eine Seite, die auf diesen Suchbegriff abzielt. Und Ihr Suchbegriff, nochmal, Suchbegriff klingt so nach Singular, aber das kann ein Wort sein oder das kann eine Mehrwortkombination sein, sollte in bestimmten Teilen einer Seite vorkommen. Im Seitentitel, in der Meta-Description, in der Hauptüberschrift, natürlich ganz wichtig, im Text, im Content der Seite, in der URL und auch noch ein paar andere Elemente. Da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Ein Negativbeispiel, nur um das mal zu verstehen, das ist im B2B-Umfeld eine vollkommen normale Seite, aber in Bezug auf SEO ist sie halt relativ suboptimal. Was steht da oben zum Beispiel in der Überschrift? Da steht Kubix 100L, okay, sucht niemand in Suchmaschinen. Multitalent für die unterschiedlichsten Anwendungen, sucht auch niemand. Also würden Sie Multitalent eingeben? In der Regel nicht. Und da steht so, besticht primär durch seine flexiblen Einsatzmöglichkeiten, erledigt souverän alle an ihn gestellten Anforderungen, bla 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 bla. Und jetzt muss man sich fragen, wie suche ich denn eigentlich so ein Produkt? Und ein Wort wie Vielzweckschneider ist vielleicht gar nicht mal so schlecht oder dass ich eben Schneidemaschine für Schinkenstreifen suche. Aber diese Wörter fehlen halt in dieser Seite, fehlen in diesem Text. Und man muss zwar sagen, Google ist mittlerweile unglaublich schlau, was so semantische Analysen angeht, aber dann eben doch nicht so schlau. Also ganz wichtig ist, dass Sie bei jeder Seite Ihrer Website wirklich überprüfen, was schreiben wir da eigentlich und wie sucht jemand danach und dass Sie eben dazu übergehen, dass Sie die Suchbegriffe wirklich in den Text der Seite einbauen. Und nicht sowas wie Multitalent für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das ist zwar nett für den Nutzer, aber für Suchmaschinen Quatsch. Und dann kommt häufig das Argument, aber ich texte doch nicht für Suchmaschinen, sondern für meine Kunden.
Ist vollkommen richtig. Man findet aber in der Regel einen sehr, sehr guten Mittelweg, dass man wirklich sagen kann, du kannst das Ding gerne Cubics 100L nennen, das ist vollkommen okay, aber es wäre jetzt auch nicht verkehrt, da oben einfach Schneidemaschine hinzuschreiben, weil auch der Nutzer wird gerne mal wissen wollen, was das Ding eigentlich ist. Ich meine, das Bild hilft ihm sicherlich dabei, das zu verstehen, aber man kann es auch hinstellen, hinschreiben. Positiv Beispiel sehen wir hier von der Firma Leibinger. Das eine ist eine Flaschenabfüllmaschine für Bier und das andere ist eine Dosenabfüllmaschine für Bier und genau so steht es auch auf der Website. Na, die haben auch noch einen Eigennamen, Multima L und Multima LC, aber trotzdem steht da, ich bin eine Flaschenabfüllmaschine für Bier und genau so würde es jemand auch in eine Suchmaschine eintippen und genau deswegen ist es ein Positivbeispiel. Wenn Sie sich so eine Seite angucken, gibt es zwei Elemente, die eigentlich besonders wichtig sind oder die aus einem besonderen Grund wichtig sind. Wenn Sie sich mal ein Suchergebnis angucken, und ich habe mal hier ein klassisches Suchergebnis herausgesucht, dann besteht das ja in der Regel aus 4 Zeilen. Die erste Zeile entspricht dem Seitentitel der Seite, dann kommt die URL in der zweiten Zeile und in der dritten und vierten steht das sogenannte Snippet. Und das wird aus der Meta-Description übernommen. Wenn es die nicht gibt, wird sie einfach aus dem Text genommen. Und hier sieht man schon so, da steht so ein Snippet durch hervorragende Tiefziehbarkeit, gutes Punkt. Das macht semantisch relativ wenig Sinn. Und es gibt wirklich Eye-Tracking-Studien, die sich angeguckt haben, liest das eigentlich jemand, was da steht? Und die haben ganz klar festgestellt, ja, man guckt sich das an und es ist wichtig für die Optik, dass da was möglichst Sinnvolles steht, weil es die Anzahl der Klicks erhöht, also die Klickrate verbessert. Und deswegen ist es eben sehr wichtig, dass man da auch was Sinnvolles hereinschreibt. Kleines Beispiel, wo würden Sie draufklicken? Das erste Suchergebnis, da steht im Snippet, das flexibelste Verpackungssystem der Welt, kürzeste Rüstzeiten für alle Beutelgrößen und Varianten. Okay? Und am zweiten steht Kombination aus Schlauch, Beutel, Maschine und System zur Beutel- und Beutelverschlussgestaltung. Muss man ganz ehrlich sagen, das erste hört sich doch deutlich besser an. Also da ist noch ein bisschen Marketing-Sprech drin. Da weiß ich einfach, was mich erwartet. Und wahrscheinlich, und das kann man eben auch zumindest für die eigene Website nachgucken, wird die Klickrate bei dem ersten Suchergebnis deutlich besser sein als beim zweiten. Und genau deswegen ist es wichtig, dass man genau über Seitentitel und Meta-Description sich Gedanken macht. Wir gucken aber gleich auch nochmal rein. Denn die zentrale Frage ist einfach, die der Nutzer hat, was erwartet mich eigentlich, wenn ich da jetzt draufklicke? Ist das Unternehmen vertrauenswürdig? Da läuft ja auch so ein bisschen Kopfkino ab. Welche Vorteile bietet mir dieses System im Vergleich zu den anderen? Denn man muss ja immer sagen, selbst wenn Sie Marktführer sind, in den Suchergebnissen sind Sie das nicht, dann haben Sie immer noch 9 andere Websites um sich herum und deswegen müssen Sie sich hervortun. Hier mal so ein bisschen eigentlich auch ein Negativbeispiel. Erstmal die Firma Tetra Pak, vielen sicherlich bekannt aus dem eigenen Kühlschrank. Und die haben als Snippet da irgendwas drunter geschrieben, die Pasteurisierung ist ein wichtiges Verfahren, um Produkte sicher für den Konsum zu machen und die Haltbarkeit zu verlängern. Das ist ganz lustig, aber jemand, der eine Maschine zur Pasteurisierung sucht, der weiß das bereits. Eigentlich müsste hier was ganz anderes stehen. Und da gibt es so typische Checklisten wie, wenn du Marktführer bist, dann schreib das dahin. Wenn du Preisträger bist mit deiner Maschine, schreib es hin. Wenn du zertifiziert bist für irgendwas, schreib es hin. Wenn du mehr als 1000 Kunden gehabt hast, schreib es hin. Wenn es einen besonderen Kundennutzen gibt, was ich kurze Rüstzeiten, dann schreib das dahin. Weil das lesen Menschen und das kann wirklich den Erfolg einer Seite ausmachen, ob man da das Richtige hinschreibt oder nicht. Da muss man ein bisschen marketingtechnisch denken, ein bisschen rampensauer werden, aber eben nicht einfach nur sagen, ich schreibe da irgendwas hin, damit Google schon irgendwas dahin schreibt, sondern Sie müssen was richtig Sinnvolles schreiben. Eine kurze Checkliste. Jetzt haben wir uns Seitentitel und Meta-Description angeguckt. Die Checkliste für die ganze Seite. Erstmal, der Seitentitel wird nach ca. 60 Zeichen von Google abgeschnitten in der Darstellung. Die Suchbegriffe sollten Sie möglichst weit vorne einbauen und insgesamt wenig unnütze Prosa einbauen. Sie haben, wie gesagt, so maximal 60 Zeichen Platz. Die können Sie auch gut ausnutzen. Bringen Sie Ihren Markennamen darunter, schreiben Sie wichtige Informationen rein, aber überschreiten Sie die 60 Zeichen nicht. Die Meta-Description wird nach ca. 160 Zeichen abgeschnitten und da haben wir gerade drüber gesprochen. Nutzenkommunikation ist das Wichtige. Warum muss ich auf dieses Suchergebnis draufklicken? Was erwartet mich da? Die URL, ja, es ist nicht unwichtig oder man sollte die Suchbegriffe dort unterbringen. Kurze URLs sind auch schön. Es ist eher unwichtig, dass man diesen Faktor ausnutzt und trotzdem sollte man es natürlich machen. Die meisten Content-Management-Systeme machen das mittlerweile auch perfekt.
Die Hauptüberschrift ist wichtig, auch dort die Suchbegriffe einbauen. Und auch hier nochmal ganz wichtig, wenn jemand denn auf das Suchergebnis draufgeklickt hat, ist die Hauptüberschrift in der Regel das Erste, was er sieht. Also schreiben Sie da eben auch nicht nur irgendeinen Quatsch rein, sondern auch hier wichtig, sich selber zu positionieren. Wenn Sie der Marktführer sind, sollte das in der Hauptüberschrift der jeweiligen Seite auch drinstehen. Zwischenüberschriften, ja, wenn Sie längeren Content haben und den Inhalt strukturieren möchten, sollten Sie auch Zwischenüberschriften benutzen, keine Frage. Und Text, ja, Sie brauchen Text. Suchmaschinen können unglaublich schlecht raten, worum es geht. Deswegen bauen Sie die Suchbegriffe ein. Früher gab es sowas wie Keyword-Dichte. Vergessen Sie es, interessiert niemanden mehr. Bauen Sie die Suchbegriffe trotzdem sinnvoll oft ein, was immer das bedeutet. Ein uniker Text ist wichtig, das heißt, dieser Text sollte auf dieser Seite vorkommen und nicht auf 20 anderen. Eine sinnvolle Menge, wie gesagt, also machen Sie nicht nur einen Satz, sondern gerne auch mal 100 oder 200 Wörter an Text. Und die Qualität wird immer wichtiger, also achten Sie darauf, dass da keine Rechtschreibfehler drin sind, dass es gut lesbar ist. Es gibt zum Beispiel den Flash Score, um die Lesbarkeit eines Textes zu bewerten. Gucken Sie da sehr genau hin, schreiben Sie nicht einfach nur einen Blabla-Text, sondern wirklich die qualitative Tiefe eines Textes wird mittlerweile auch bewertet. Und deswegen schreiben Sie einfach einen hochwertigen Text, geben Sie das idealerweise nicht aus der Hand, sondern sorgen Sie dafür, dass Sie das selber schreiben. Und vergessen Sie die Bildersuche nicht. Also wir haben jetzt über viele Elemente einer Seite gesprochen. Auch Bilder können wichtig sein. Hier ein Beispiel, wenn ich nach CNC, Fräsmaschine Metall suche, dann sehe ich in den Suchergebnissen so eine Einblendung in die Bildersuche. Und da ist zum Beispiel Heidenreich Metall auf Platz 1 mit einem schönen Bild. Deswegen nutzen Sie innerhalb Ihrer Website sprechende Bild-URLs, also nicht so ein DSCN 8837, sondern dass das Ding einfach fräsmaschine-metall.jpg heißt. Geben Sie Ihren Bildern Alt-Attribute. Nutzen Sie große Bilder. Da gibt es relativ viele Möglichkeiten, um in der Bildersuche auch gut dazustehen. Denn auch die ist für einige B2B-Unternehmen durchaus entscheidungsrelevant. So, jetzt haben wir über die Optimierung von einzelnen Seiten gesprochen. Ich möchte Ihnen noch ein bisschen weiter erklären, was Google eigentlich so wichtig ist. Und ich habe mal nach FFP2-Masken gesucht und auf der ersten Google-Ergebnisseite finde ich zum Beispiel die Website von Krückemeier und auf der 10. Google-Ergebnisseite, also irgendwie Position 95, finde ich die Seite von Ampri. Und warum ist die eine Seite weit vorne und die andere Seite weit hinten? Es ist relativ einfach. Die erste Seite, da geht es wirklich monothematisch um das Thema FFP2-Masken. Es geht angrenzend auch noch um die FFP1 und 3, aber im Großen und Ganzen geht es auf dieser Seite um Masken dieser, Ordnung. Bei der Seite, bei der zweiten Seite Ampri, da geht es um ganz viele Sachen. Kopf- und Gesichtsschutz und verschiedenste Schutzstufen und verschiedenste Produkte. Und ein ganz kleiner Teil dieser Seite beschäftigt sich wirklich mit dem Thema FFP2-Masken. Und deswegen, ganz wichtig, das müssen Sie verstehen, für wichtige Suchbegriffe muss es jeweils auch eine separate Seite geben mit relevanten Inhalten. Das ist das, was wir monothematische Seiten nennen. Und deswegen muss man ganz klar sagen, SEO und vor allem das, was Sie eben gemacht haben, nämlich Ihre Keywords zu ermitteln, hat ganz klare Auswirkungen auf die Website-Struktur. Und genau deswegen gibt es übrigens noch ein Webinar von uns, nämlich am 28. Juni. Da gucken wir uns das wirklich nochmal an, die optimale Website-Struktur. Was sind so ganz typische Suchanfragen, die es bei B2B immer gibt und wie müssen B2B-Firmen eigentlich genau darauf reagieren? Dazu kommen wir nochmal, aber das Wichtigste wissen Sie eigentlich schon, nämlich Sie müssen monothematische Seiten basteln. Es kommt natürlich auch immer die Frage und die kam diesmal ehrlich gesagt in der Vorbereitung natürlich auch. Jetzt hat der Hövner gesagt, Sie müssen ganz viele Seiten machen, müssen die alle in die Website rein oder kann ich die auch in einen Blog reintun? Muss man im Großen und Ganzen sagen, ist vollkommen egal. Es gibt diesen Mythos-Blog, es ist aber wirklich genau das, ein Mythos. Also ein Blog bietet keinen Ranking-Vorteil. Ob das Ganze sich im Blog befindet oder in der normalen Website, ist in der Regel vollkommen egal. Also wo immer die Inhalte hinpassen, unwichtig, Sie müssen keinen Blog machen, nicht um besser zu ranken, aber Sie brauchen gute Inhalte. Hier mal ein konkretes Beispiel. Ich hatte ja gesagt, 80% der Suchanfragen sind Mehrwortanfragen und wenn ich mal Abfüllmaschine suche, dann sehe ich genau, dass so ist das Suchverhalten. Also jemand tippt nicht einfach Abfüllmaschine ein und glaubt schon, dass er das Richtige kriegt, sondern er tippt es zum Beispiel in Kombination ein mit einem Produkt, das er abfüllen möchte, also zum Beispiel Honig oder Wein oder Kaffee
oder auch in Bezug mit einer, ja, mit einer Verpackung wie Flaschen oder Ampullen. Oder er sucht das zum Beispiel auch in Kombination mit bestimmten Adjektiven, und da sieht man oben zum Beispiel aseptische Abfüllmaschine. All das wird gesucht. Und es gibt Unternehmen, die genau das verstanden haben und darauf die Website-Struktur aufgebaut haben. Zum Beispiel Tetra Pak hat das sehr schlau gemacht. Wenn man mal oben auf das Menü geht, sieht man, dass sie für so ziemlich jede Art von Lebensmitteln, für die, die eine Produktlösung haben, auch eine eigene Seite gemacht haben. Also die haben eine Seite gemacht für Sandwich-Eis, für Eisriegel, für Eiskonfekt, für Eis in Bechern, für Eis in Großgebinden, für Hörncheneis, für Stieleis und so weiter und so fort. Für jedes eine einzelne Seite. Und das ist natürlich wirklich großes Kino, weil man auch merkt, dass es funktioniert. Wenn ich jetzt wirklich eine Abfüllmaschine für Suppen suche, sehe ich Tetra Pak in den Suchergebnissen. Und egal, ob ich jetzt glatte, stückige, klare oder dicke Suppen haben möchte, Tetra Pak hat die richtige Lösung für mich. Und vor allem eine optimale Lösung, da kann ich jetzt eigentlich nur noch draufklicken. Das funktioniert. Das suchen vielleicht auch nur 100 Leute im ganzen Jahr. Aber diese 100 Leute sind genau die Kunden, die ich haben möchte. Und deswegen ist es eben so wichtig, Keywords zu kennen und dann eben auch die Website-Struktur darauf auszurichten. Die grobe Richtung ist also, wenn Sie 100 Suchbegriffe gefunden haben, dass Sie dafür 100 Seiten machen. Das hätte man früher so gemacht, mittlerweile nicht mehr. Sie müssen das noch ein bisschen eindampfen. Also wenn Sie Singular und Plural haben, machen Sie dafür in der Regel nicht zwei Seiten, sondern eine. Oder Wortstellung, also Abfüllmaschine Eis oder Eisabfüllmaschine, ist egal, machen Sie nur eine Seite für. Oder wenn Füllwörter mit drin sind, ob ein für mit oder drin ist oder nicht, egal. Die Grundregel ist, wenn die Suchanfrage dasselbe meint, dann machen Sie auch nur eine Seite dafür. Den Rest wird Google in der Regel für Sie abbilden und einfach sagen, egal in welcher Wortstellung das Ganze gesucht wird, ich liefere einfach die gleiche Seite aus. Ich sage das nur nochmal, weil es früher anders war. Früher hätte man wirklich für 100 Suchbegriffe auch 100 Seiten erstellt. Wichtig ist, wenn Sie jetzt hingehen wollen und mal eine Bestandsaufnahme Ihrer eigenen Website machen wollen, dann sollten Sie mal wirklich gucken, was haben Sie eigentlich so für Inhalte, worauf zielen Sie ab, welche Inhalte fehlen Ihnen vielleicht noch. Und ein Tool für diese Bestandsaufnahme ist der Screaming Frog SEO Spider. Wenn Sie danach suchen in Google, werden Sie es finden. Ist an sich ein kostenpflichtiges Tool, aber bis 500 URLs ist das Ganze kostenlos. Das heißt, man kann es einfach mal installieren und ausprobieren. So sieht das Ganze aus. Der crawlt quasi Ihre ganze Website, holt sich also alle Seiten Ihrer Website und dann sehen Sie die Elemente, über die wir eben gesprochen haben, zum Beispiel Seitentitel, habe ich gesagt, der sollte 60 Zeichen nicht überschreiten. Und hier kann man sich eben zum Beispiel über das Tool, indem man oben auf Page Titles geht, und dann sagt, liefer mir bitte mal alle Seitentitel, die länger als 65 Zeichen lang sind. Liefer mir die mal und dann können Sie halt gucken, der, den ich gerade markiert habe, der ist wirklich zu lang. Und vor allem können Sie unten, wenn Sie auf SERP Snippet draufklicken, können Sie auch gleich sehen, wie das Ding eigentlich in einer Suchergebnis, in einer Suchmaschine als Suchergebnis aussieht. Und da sehe ich schon, das wird halt jeweils mit Punkt und Punkt hinten abgeschnitten. Das ist relativ unschön, also wäre es gut, hier das Ganze einfach mal zu verkürzen. Ganz dringend muss ich sagen, es ist unglaublich schwer im B2B-Umfeld gute Beispiele zu finden. Es ist wirklich the undiscovered country, wenn man im Star Trek-Universum bleiben möchte. Nur ganz wenige Unternehmen machen das alles richtig. Und deswegen ist es ganz klar, man sollte jetzt nicht sagen, die großen Unternehmen, die können das. Nein, es ist keine Frage von groß oder klein, sondern streng genommen ist es eine Frage oder ein Potenzial, dass auch kleine Unternehmen große Unternehmen schlagen können. Es ist vollkommen egal, ob der Marktführer für irgendeinen Suchbegriff auf Platz 1 ist, wenn er damit nur 20% abgreift, weil Sie können mit den richtigen Inhalten die 80% des Marktes abgreifen, die der vielleicht nicht hinbekommt, weil Sie eben diese ganzen Mehrwortkombinationen abgreifen. Und wie gesagt, ganz großes Potenzial. Das war alles das, was man On-Page-Optimierung nennt. Jetzt kommen wir noch zur sogenannten Off-Page-Optimierung und das heißt Linkaufbau, externe Verlinkungen. Google hat das nochmal unlängst bestätigt, hat gesagt, externe Verlinkungen sind einer der drei wichtigsten Ranking-Faktoren. Das heißt, andere Websites müssen auf ihre Website verlinken. Es ist nicht wichtig, auf wen sie verlinken, sondern dass möglichst viele auf sie verlinken. Und da ist nicht wichtig, dass irgendwer auf sie verlinkt, sondern schön ist es auch noch, wenn Websites mit einer hohen Autorität auf sie verlinken, also Websites, die selber gut verlinkt sind. Und natürlich auch, wenn sie eine gewisse thematische Nähe zu ihnen aufweisen. Da gucken wir uns aber gleich ein paar Beispiele an. In jedem Fall sollten Sie darauf verzichten, und das sehe ich leider immer noch jeden Tag, einfache Lösungen zu wählen. Also tragen Sie sich nicht in 100 drittklassige Verzeichnisse ein, das gibt es immer noch.
oder in zig kostenlose Presseportale. Lassen Sie es sein. Kaufen Sie keine Links aus dubiosen Quellen. Kaufen Sie sowieso keine Links. In der Regel bringt das alles nichts. Also einfache Lösungen zum Linkaufbau funktionieren in der Regel nicht. Man muss natürlich trotzdem sagen, gerade bei B2B-Unternehmen wachsen Links nicht auf den Bäumen. Also ist es umso wichtiger, dass Sie alle Potenziale, die es da draußen gibt, optimal ausnutzen. Das Gute ist natürlich immer, Ihre Wettbewerber haben nicht unbedingt mehr Chancen, nur weil sie Wettbewerber sind, sondern viele Probleme oder Einschränkungen gibt es halt durch die Branche an sich. Also, wir haben mal nachgeforscht, wir haben uns Tausende von B2B-Links angeguckt und haben versucht, die zu klassifizieren. Wo kriegt man denn typischerweise Verlinkungen her? Und da gibt es so ganz typische 10 Quellen, die ich jetzt mal durchspielen möchte. Das erste, Verzeichnisse. Viele von Ihnen kennen sowas wie Wer liefert was. Das sehen wir hier gerade im Screenshot. Da ist mittendrin ist ein Link auf die bomatech.ch. Es gibt noch andere, Industry Stock und Konsorten kennen Sie alle. Ganz wichtig, nutzen Sie wirklich nur hochwertige Verzeichnisse. Idealerweise solche, wo es wirklich auch eine redaktionelle Kontrolle gibt. Und dass Sie wirklich das Gefühl haben, wenn Sie entscheiden müssen, trage ich mich ein oder nicht, dass Sie sich auch fragen, können eigentlich wirklich Besucher über dieses Verzeichnis kommen? Wenn Sie diese Frage verneinen, sollten Sie dort in der Regel auch keinen Link schalten. Das zweite, Verlinkungen mit Partnern. Hier sieht man beispielsweise mit Sicherheit vogel.de verlinkt auf Unsinn-Trailer. Ziemlich genialer Name für so eine Trailerfirma. Naja, wenn ich jetzt Unsinn wäre, wüsste ich, okay, meine Partner verlinken auf mich. Also würde ich mal alle meine Partner, alle meine Kunden durchgucken. Und wer verlinkt denn da eigentlich auch nicht? Und in der Regel gibt es da ein extrem starkes, hohes Potenzial. Man muss eben nur einmal durchgucken, wer könnte denn da eigentlich auf mich verlinken? Wenn Sie an Veranstaltungen teilnehmen, wie hier die Hannover Messe, in der Regel kriegen Sie ja, wenn Sie dort ausstellen, kriegen Sie so eine Profilseite. Das ist der Mindeststandard. Prüfen Sie nach, ob Sie auch Deep Links kriegen können. Was heißt das? Hier ist zum Beispiel so ein Text, da steht Industrieautomation. Wenn Sie schaffen können, dass der zum Beispiel auch die Seite über Industrieautomation bei Ihnen auf der Website verlinkt, hätte das einen Mehrwert. Häufig kann man Produkte einstellen, Pressemitteilungen, Stellenanzeigen, was auch immer. Nutzen Sie alle Möglichkeiten, die Ihnen so eine Veranstaltung bietet. HR-Recruiting ist natürlich für viele ein wichtiges Thema. Hier haben wir so einen Klassiker, Jobware, verlinkt auf ein B2B-Unternehmen, listet da unten noch ein paar Stellenangebote auf, aber da ist mittendrin der Link. Also gucken Sie nach, wo gehen Sie eigentlich auf Mitarbeitersuche? Haben Sie vielleicht Partnerschaft mit Unis, mit FHs? Dann müssen die auf Sie verlinken. Nutzen Sie Jobportale, dann sorgen Sie dafür, dass auf jeden Fall auch die URL verlinkt wird. Fünftens, ein kleineres Potenzial ist Referenzen. Also hier verlinkt die Firma ePro auf B2B-Unternehmen, die da Kunde sind. Auch da können Sie einfach mal nachgucken, wessen Dienste nutzen Sie eigentlich so. Also was Agenturen angeht, Software oder Services, gucken Sie nach, ob die auf der Website Referenzen darstellen und auch verlinken. Und wenn ja, kümmern Sie sich darum, dass Sie sich dort auch verlinken lassen. Häufig sind das ganz spannende Links. Lokale Links sind häufig auch relevant. Hier sieht man ein Beispiel, dass der Wirtschaftsstandort Bremerhaven verlinkt, zum Beispiel auf Unternehmen in Bremerhaven. Das heißt, gucken Sie nach, was Sie so für lokale Websites haben. Häufig sind es Websites von Kommunen, von Regionen, von Bundesländern und gucken Sie einfach nach, ob Sie dort einen Link bekommen können. Verbände, klar, so wie hier Spectaris, der Verband der Hightech-Industrie, verlinkt eben auch auf Unternehmen. Wenn Sie Mitglied in einem Verband sind, prüfen Sie das einfach mal. Verbände, Organisationen, Initiativen, wo immer Sie mitmachen, prüfen Sie, ob Sie dort auch verlinkt werden. Wenn Sie etwas sponsoren, so wie hier die Sparkasse Rhein-Neckar-Nord sponsert den luisenpark.de, kriegen dafür auch einen schönen Link. Das heißt, gucken Sie einfach mal nach, ob Sie Sachen fördern, Projekte, Vereine und wenn es nur der Fußballverein des Juniors ist, gucken Sie einfach nach, ob Sie da auch einen Link bekommen können. Allgemeine Medien, ja, passiert. Also gerade das Manager-Magazin zum Beispiel hier verlinkt auch auf Mittelständler. Hier geht es um die Top-Unternehmen eines Jahres. Das heißt, es macht auch häufig Sinn, an irgendwelchen Awards oder so teilzunehmen, weil es eben von vielen Medien aufgegriffen wird. Grundsätzlich gucken Sie mal nach, lokale Presse oder hier auch Magazine für Unternehmer, ob Sie da auch hinreichend gut verlinkt sind, ob Sie da Chancen sehen.
Und das Letzte, natürlich mussten und wollten wir hier auch noch eine Website aus dem Verlag Moderne Industrie bieten, produktion.de, verlinkt zum Beispiel hier auf tcsprinters.com. Schöner Link. Warum? Ich habe anfangs gesagt, man sollte Links haben von thematisch passenden Websites und man sollte Links haben von gut verlinkten Websites und beides ist produktion.de, also ein schöner Link. Also gucken Sie nach, haben Sie einen PR-Verteiler? Sind da überhaupt alle Portale drin, die für Sie relevant sind? Und vor allem haben Sie auch alle Themenpotenziale abgedeckt. Was meine ich damit? Viele Unternehmen denken produktzentriert. Und wir haben mal eine kleine Studie gemacht, da haben wir nachgeguckt, warum verlinken eigentlich Fachportale auf B2B-Unternehmen? Und Neuheiten von Unternehmen war nur ein Punkt dabei. Auch Personalien, Neuheiten aus der Forschung, Branchenereignisse, Spekulationen, Studien, Umfragen, all das bietet Ihnen Möglichkeiten, PR-technisch ins Gespräch zu kommen und eben auch Verlinkungen zu bekommen. Unter blue.link/b2b-links können Sie diese Studie auch nochmal abrufen. Wie gesagt, die meisten Unternehmen, wenn sie denn überhaupt unterwegs sind im Bereich PR, machen den ersten Punkt und lassen die Punkte 2 bis 11 gerne links liegen. Ja, wie nähert man sich dem Thema? Also wenn Sie jetzt sagen, okay, ich würde gerne Links aufbauen. Es gibt zwei relativ einfache Schritte, die man mal machen kann. Das eine ist, prüfen Sie doch, welche Links Sie schon haben. Also wer verlinkt bereits auf Sie am einfachsten und vor allem am kostenlosesten geht es mit der Google Search Console. Da können Sie in den Report gehen, Links zu Ihrer Website. Da sehen Sie dann schon Auflistungen. Sie können dann aber auch nochmal aktuelle Links herunterladen oder weitere Beispiellinks herunterladen. Dann kriegen Sie eine sehr lange Liste mit Verlinkungen. Die können Sie sich alle mal durchgucken und dann eben herausfinden, warum verlinken die eigentlich. Und Sie können auch alle Ihre Konkurrenten mal in so ein Tool reinstecken. Das geht dann nicht mehr mit der Google Search Console. Dann muss man eine Link-Datenbank nehmen. Und da gibt es zwei Tipps für. Erstmal kostenlos die Datenbank SEO-Kicks. Da kann ich dann eben eine Domain eingeben, wie hier habe ich mal die unserer Agentur genommen und dann sagt mir das Tool schon, wie gut diese Website verlinkt ist, also Domain-Pop ist immer so das Stichwort. Oder man kann auch eine kostenpflichtige Datenbank nehmen, wie Majestic, auch da kriege ich die Zahlen und hier sehe ich Referring Domains 477, also 477 unterschiedliche Websites verlinken auf bluefusion.de und diese Links kann ich mir dann alle angucken und kann eben herausfinden, warum verlinkt eigentlich jemand auf mich oder auch meine Konkurrenten. Und daraus müssen Sie dann, aus diesen einzelnen Links, müssen Sie eine Strategie ableiten, dass Sie eben sagen, wer kann eigentlich auf mich verlinken, also welche Art von Website, warum verlinkt der eigentlich auf so eine Website und wer im Unternehmen kann das Potenzial eigentlich am besten umsetzen. Also wenn es eine Partnerschaft mit einer Uni ist, dann müssen die HR-Leute damit sprechen. Und bei manchen Sachen muss es halt der Produktmanager machen und so weiter. Sie müssen also jeweils überlegen, wer das Ganze machen kann. Es kam auch noch eine Frage, die ich natürlich sehr gerne beantworte, nämlich, welche SEO-Tools sind eigentlich für mittelständische B2B-Unternehmen unerlässlich? Und das Interessante ist, das sind gar nicht so wahnsinnig viele, wie man immer denkt. Also die Branche ist sehr tool-lastig, aber das meiste davon braucht man gar nicht. Also mein grundsätzlicher Tipp, nutzen Sie lieber weniger Tools, aber dafür virtuos. Was Sie auf jeden Fall brauchen, also die sogenannten Must-Haves, Sie brauchen Keyword-Datenbanken, das habe ich Ihnen vorgestellt. Sie brauchen einen Keyword-Planner und Sie brauchen so ein Suchvorschlägetool wie keywordtool.io. Damit können Sie herausfinden, wie jemand nach Ihren Produkten sucht. Das Zweite, was Sie auch brauchen, kostet auch nichts, ist die Google Search Console, vor allem eben um die Linkdaten zu bekommen und die Daten aus der Suchanalyse. Also was hat jemand in eine Suchmaschine eingetippt, um auf Ihre Website zu kommen? Das ist erstmal Must-Have. Was hilfreich ist, sind manchmal sogenannte On-Page-Tools. Das heißt, es gibt so Tools wie ein Systrix Smart, der ist kostenlos, oder es gibt kostenpflichtige Tools wie der Screaming Frog oder wie onpage.org. Diese Tools testen ganz bestimmte Regeln ab. Zum Beispiel ist der Seitentitel zu lang. Wir hatten gesagt, da gibt es eine Grenze und diese Tools liefern Ihnen jetzt alle Seiten, die gegen diese Regel verstoßen. Fehlt irgendwo eine Meta-Description? Ist eine Meta-Description doppelt? Ist sie zu lang? All das können diese Tools abprüfen. Ganz wichtig, Sie müssen dabei sehr, sehr vorsichtig sein, denn diese Tools werden in der Regel unglaublich viele Warnungen ausgeben und die Behebung einer Warnung sorgt nicht zwangsweise für bessere Rankings. Das muss einem klar sein. Das heißt, man muss immer auch hinterfragen, warum wollen die das und wie relevant ist das Ganze. Die
Tools haben vor allem keine Kenntnis der optimalen Suchbegriffe. Das heißt, sie können sagen, dass ihre Website komplett in Ordnung ist, aber wie gesagt, die wissen eben einfach nicht, ob das Ding jetzt wirklich Schraubenzieher oder Schraubendreher heißt. Das kann wirklich nur der Mensch, also sie. Deswegen, ich mag diese Tools, aber man muss eben extrem vorsichtig damit sein und man muss auch wissen, was sie einem liefern können und was nicht. Wer Links aufbauen möchte, sollte sich um das Thema Linkdatenbanken kümmern. Kostenlos sollte man sich da eben die Google Search Console angucken, haben wir eben schon gesagt. Und es gibt auch SEO-Kicks als kostenlose Linkdatenbank. Und dann gibt es eben noch kostenpflichtige Sachen. Majestic.com hatte ich vorgestellt oder Ahrefs.com ist ein Konkurrent von denen. Und dann könnte man noch überlegen, ein Management-Tool zu nutzen. Das heißt, wenn Sie jetzt wirklich, ich weiß nicht, tausende Websites anschreiben möchten und nichts doppelt anschreiben wollen und die Arbeit gut im Tool verteilen möchten, dann gibt es so Tools wie Linkbird oder Linkmoto oder Buzzstream, mit denen Sie so eine Arbeit gut strukturieren können. In der Regel, finde ich, ist das nicht nötig. Und das große Thema, möchten Sie Rankings messen? Da gibt es wirklich unzählige Tools für. Häufig, muss man ganz ehrlich sagen, ist es unsinnig, weil es das Ranking einfach nicht mehr gibt. Das hatten wir eben am Beispiel von Gerüstbau. Was ist das korrekte Ranking für den Suchbegriff Gerüstbau? Das gibt es einfach nicht, weil jeder in jedem Ort ein anderes Suchergebnis bekommt. Und deswegen macht es manchmal nicht Sinn, bestimmte Sachen zu messen. Und überhaupt macht es nur Sinn, Sachen zu messen, wenn man auf Basis dieser Erkenntnis auch ein To-Do entwickeln könnte. Und wenn man jetzt sieht, dass das Ranking nach oben oder nach unten geht, fällt einem in der Regel da nicht wirklich was Gutes zu ein. Also in der Regel, muss ich sagen, ist Ranking-Messung so ein schönes Vanity-Chart, was man für die Chefetage gut nutzen kann, aber es folgt häufig relativ wenig daraus. Alles in Kürze. Nochmal, ganz wichtig, es gibt ein gewaltiges Potenzial bei vielen B2B-Unternehmen, weil viele es einfach noch nicht richtig machen. Sie müssen in jedem Fall das Suchverhalten kennen, ansonsten macht SEO für Sie keinen Sinn. Und dann die Website auf dieses Suchverhalten optimal ausrichten. Jede Seite Ihrer Website muss überprüft werden, ob es auf einen ganz bestimmten Suchbegriff hin optimiert werden kann. Linkaufbau, weiß ich, ist nicht einfach, für Wettbewerber aber auch nicht. Man sollte sich da auf jeden Fall mit beschäftigen und Linkaufbau nicht nur für Google machen, sondern Links aufbauen, über die potenziell auch Besucher kommen können. Und dann eben gezielt Links aufbauen und vor allem das Wissen im Unternehmen verankern. Die HR-Abteilung muss zum Beispiel wissen, dass wann immer sie eine Kooperation mit einer Uni machen, dass da auch ein Link bei rumspringen muss. Wenn die das nicht machen, ist es schlecht, weil es einfach ein sehr verschenktes Potenzial ist. So, bevor wir zu den Fragen kommen, das war Teil 1 unserer vierteiligen B2B-Reihe. Wir bieten noch 3 weitere Webinare an. Am 11. Mai ist es das Thema Content Marketing für B2B. Am 28. Juni hören Sie mich nochmal, da geht es nochmal um das Thema die optimale Website-Struktur für B2B. Und am 3. August geht es nochmal um das Thema SEA, also Google AdWords primär, wie man Suchmaschinenwerbung zielgerichtet nutzt. Unter bluefusion.de/webinar können Sie sich immer dafür anmelden. Das war es erstmal von mir. Ich danke Ihnen soweit schon mal für Ihre Zeit. Ich freue mich, dass wir eigentlich noch, ja, wir haben noch gute 13 Minuten für ganz viele Fragen. Ich hoffe, dass es viele gibt.